Hello Leute und herzlich willkommen zu Vlog 102. Es steht heute so viel an. Ja. Wir fahren jetzt gleich los. Wir haben euch ja im letzten Vlog erzählt, dass es bei uns nicht so schön aussieht. Suboptimal. Tja, wie ihr sehen könnt, keine Palme mehr. Alles ist etwas kahl. Kein Tannenbaum mehr. Nur noch der kleine Sessel und der Kalender ist auch abgelaufen. Es sieht alles irgendwie so ungemütlich aus. Und als uns die ganzen Weihnachtsdeko-Sachen hier standen, haben wir uns so wohl gefühlt. Ja. Es war so schön. Und irgendwie hat das jetzt echt voll den Unterschied gemacht, dass alles weg ist. Also haben wir uns gedacht, dekorieren wir neu, wir machen einen Hausputz. Machen jetzt endlich das mal mit diesem Essig reinigen von den Schränken. Diese Motten. Tja. Apropos, einkaufen müssen wir nämlich auch, weil das ist das Einzige, was wir noch zu essen haben. Ansonsten nur Gewürze, ein paar Kaffeedinger und alten Stollen von Weihnachten. Du hast noch was vergessen. Ich habe was vergessen, was wir noch haben. Gelbe Petersilie. Diese leckere Petersilie. Mm. Also wir sind jetzt ungefähr eine Stunde über eine Stunde unterwegs und was wir bisher geschafft haben, ist zu essen. Weil wir haben irgendwie Hunger bekommen. Ja, und uns gedacht, komm, essen wir erstmal was. Und jetzt fahren wir dahin, wo wir Deko kaufen, ins Gartencenter nämlich. Wir sind angekommen und da sehe ich auch schon das erste Objekt unserer Begierde, neue Palmen. Die eine, ja, die sieht echt cool aus. Ja. Andererseits ist die unten halt so wenig bewachsen. Verstehe. Aber sieht echt cool aus. Das ist sowas, was wir vorher hatten, nur in gesund. Ja, und schön. Also wir stehen jetzt hier irgendwie schon 20 Minuten bei den Palmen und wir können uns einfach nicht entscheiden, was wir hier wollen. Ich bin für eine Yucca. Eine Yucca. Ja, Yuccas sollen sehr unempfindlich sein und können auch bis zu 3 Wochen nicht gegossen werden, was bei uns durchaus leider passieren kann. Naja. Homöopathisches Orchideenelixier. Meine Güte, was es nicht alles gibt. Wow, ist das cooles Licht. Ja, das sieht cool aus. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das sieht ganz cool aus. Okay, du den rosa und ich den blauen. Auf jeden Fall. Wenigstens bequem. Na, ist okay. Mann, das sind echt glitzernde Sitzsäcke. Also wo bin ich hier gelandet? In welcher Abteilung? Guck dir mal den Affen an und die Totenköpfe daneben. Hat er eine Zigarette im Mund? Jupp. Und eine Sonnenbrille und eine Cappy. Wir sind zu Hause. Es war ein langer Tag, aber es hat sich gelohnt. Und wie sehr es sich gelohnt hat, könnt ihr jetzt sehen. Ist das nicht schön dekoriert? Tada! Ja, wir haben uns besonders viel Mühe gegeben. Wir finden, gerade die große Palme passt unheimlich gut da direkt neben den Esstisch. Ja, und es macht so viel Spaß, in die Küche hier in so einem Labyrinth zu laufen. Ja, besonders abends, wenn es dunkel ist. Ja, morgen kommen die Pflanzen auf jeden Fall dann da in die Ecke. Und das sind ja so hängende, also... Wird ja. Henrik die morgen schön aufhängen? Dafür haben wir uns was besonders gedacht. Die erste verliert schon die Blätter. Man muss sie mit Liebe behandeln. Und zwar ungefähr so. Sieht man das oder bin ich zu davor? Das sieht irgendwie so komisch aus. Ja, wir zeigen es euch am besten einfach morgen. Okay. Ja, aber wir haben noch so einen coolen Korb gekauft. Irgendwie in diesem Laden mit der Deko, in dem wir dann am Ende waren, haben wir gar nicht so wahnsinnig viel mehr gefunden. Also nee. Irgendwie hatten die da zwar ein paar coole Sachen, aber so vieles war auch irgendwie so Ramsch. Wir haben hier so Raumdüfte noch gekauft. Der eine kommt ins Gästeklo und der andere kommt hier oben hin. Und zwar haben wir einmal die Duftrichtung Flowerball und Cheddarwood. Wie niedlich. Mhm. Ja, weil das Gästeklo so klein ist. Dann. Ja, es hat funktioniert. Passt das richtig so? Na klar. Riecht doch wohl. Gut. Komm. Tada! Yeah. Guck mal hier, also wenn das mal nicht ein Gästeklo ist. Wir haben...
Kunstblumen und neuerdings Duftstäbchen, ein Riesenhaufen Klopapier. Falls ihr mal ein Gastprobleme kriegt, dann haben wir die Poo Drops oder auf Französisch bzw. frei auf Französisch übersetzt Anti-Scheißgeruchstropfen und hier den netten Kollegen. Ja. Ich wusste doch, da fehlt noch was. Erstmal ausprobiert, ob das auch gut riecht. Oh, deshalb sieht das so kacke aus. Ja, Mann. Ah, sehr gut. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen im Gartencenter. Die Aloe-Pflanze sitzt neben mir. Ja, das liegt doch nur daran, dass die so schwer ist, dass man die kaum tragen kann. Das ist so krass. Ihr würdet niemals glauben, wie wahnsinnig schwer diese Pflanze ist. Mit dem Topf zusammen kann ich die kaum anheben, jetzt ehrlich. Ohne Witz. Und die da unten auch, weil das Sukkulenten sind und die speichern ganz viel Wasser in ihren Blättern, ja. Wenn man es blättert. Denke schon. Dadurch sind die halt wahnsinnig schwer und dadurch kann man auch vergessen, sie zu gießen, wie uns netterweise erklärt wurde. Also gut für uns. Wir werden uns gleich auf jeden Fall hier an die Dekoarbeit machen, worauf ich mich schon riesig freue. Aber vorher beantworten wir jetzt noch so ein paar Mails und ich bin gerade dabei, mein Media-Kit neu zu gestalten. Weil mir fällt gerade ein, hier ist noch eine Sache, die darf ich euch gar nicht erzählen. Das werdet ihr erst in den nächsten Wochen erfahren. Und das ist was richtig, richtig Cooles. Und das hat, glaube ich, auch noch so gut wie kein Blogger gemacht. Vielleicht so ein, zwei. Jedenfalls versuche ich das gerade so ein bisschen zu aktualisieren. Das ist jetzt nur mein Insta-Media-Kit. Also mit YouTube hat das nicht so viel zu tun. Merkt euch, wie das alles hier jetzt aussieht. Denn ich habe vor, es komplett anders aussehen zu lassen. Aber erst einmal mache ich hier alles komplett leer. Und dann können wir alles neu aufstellen. Auch alles weg erst einmal. Oh Mann, jetzt sieht es hier noch leerer aus. Okay, das muss auch noch runter. Und dann haben wir echt alles komplett blanko hier. Genauso, wie ich es haben wollte. Ehemann, ja. Hilfst du? Ehemann hilft. Du kannst den Staubsauger von unten runterholen und deine... Mit was wolltest du das nochmal machen? Bohrmaschine? Nee, das ist ein Bohrhammer, weil wir Massivbetondecken haben und die Schlagbohrmaschine kommt da nicht durch. Deshalb brauchen wir den Bohrhammer. Ich mag jetzt, wenn er über sowas redet. Henrik ist so süß. Er hat für seinen Papa das Buch bestellt, das wir im Moment lesen. Was übrigens der absolute Wahnsinn ist. Ich bin jetzt mit Band 1 auch gerade durch. Ich habe gestern den ersten Teil beendet. Gespräche mit Gott heißt es ja. Leute, lest dieses Buch. Also, wenn ihr halbwegs offen seid für solche Thematiken, lest es euch durch. Es ist echt cool. So, selbst wenn ihr glaubt, nicht an Gott zu glauben, in dem Sinne sozusagen, ist es nicht die Art von Gott, von wegen Mann mit Sandalen oder mit langem Bart oder sowas. Es ist wirklich was anderes gemeint und es ist ein Buch, das einfach auf so vielen Ebenen mit mir konform war. So, wisst ihr, ich habe das gelesen und dachte mir so, ja, ja, genau so habe ich mir das auch immer gedacht und das muss so sein und ich weiß nicht. Das ist echt cool, ja. Kann ich empfehlen. Dann wird hier jetzt erst einmal durchgesaugt. Was ist das Problem? Naja, also das Problem ist, ich habe Deckenhaken. Und ich habe sogar eine Art Dübel, die dafür passt. Soweit so gut. Was das Problem ist, mein Bohrhammer hat leider keinen Bohrer. Der passt, weil der kleinste, den ich habe, ist zu groß für die Dübel. Brauchen wir das denn überhaupt? Ja. Sind doch nur so kleine Pflanzen. Halten die nicht auch ohne, dass wir in Beton reinbohren? Theoretisch ja, aber wir kommen nur in den Putz von der Decke. Das heißt... Das reicht doch, oder? Nein, das fällt raus. Das zerbröselt einfach. Ach so. Wir müssen bis in die Decke und dafür brauche ich halt den Bohrhammer. Das Echt? Problem ist nur, ich habe zu große Bohrer. Hm. Ja, Entschuldigung. Okay.
Warte, ich versuche, ob ich die Aufsätze für die Bohrmaschine auf den Bohrer kriege. Ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal den Duft auspacken. Sonst muss ich doch was mit der Schlagbohrmaschine versuchen, auch wenn ich da nicht so große Hoffnungen habe. Weil das habe ich schon mal versucht, als ich die Lampe da aufgehangen habe. Unser Gäste-Klo riecht so sehr nach Vanille, obwohl wir nicht einmal den Vanilleduft genommen haben. Kann ich nicht, gehen meine Nägel von kaputt. Machst du? Ja. Jetzt? Ja. Boah, was haben wir denn heute so Lichtprobleme? Habe ich getan. Hier ist jetzt Hauptsache noch ein Koffer dazugekommen. Wie viel hast du denn davon? Nur das, was man braucht. Ich weiß, du hast noch so eine Maschine. Nein. Doch. Ach so, den Akkuschrauber. Ja. Den habe ich. Das stimmt. Ja gut, okay. Also ich habe keine kleineren Bohraufsätze. Das heißt, entweder ich versuche das jetzt einfach so. Ja. Vielleicht. Du gibst echt nicht auf, oder? Ja. Mann! Ja, wir wollten das schon gestern machen. Ich wusste nicht, dass ich nur solche Bohraufsätze habe. Unwissenheit schützt vor Strafe dich oder so. Ach so. Ja, gut, okay. Ja, gut, vielleicht geht's ja damit. Ja, das wird schon gehen. Oh. Das wird schon. Okay. Wenn du sagst, vielleicht heißt es ja, wenn ich sag, vielleicht heißt es nein. Okay, du Vollprofi. Jetzt geht's los. Ich habe mir gedacht, erst einmal hältst du die so an die Wand und ich sag dann Stopp und dann markierst du mit einem Bleistift, wo gebohrt werden soll. Ich weiß gar nicht, wieso ich das so lustig finde. Okay. Okay. Ja, aber du weißt schon, dass ich immer nur eins halten kann. Ja. Ja. Okay. Den Rest muss meine Vorstellungskraft. Okay. Also nicht so weit in der Ecke. Nee, 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 nee. Nein. Nein, das muss viel mehr in den Raum rein. Okay, 1, 2, 3. Okay, jetzt wird's lauter. Bereit? Also die Locharbeit wurde hervorragend ausgeführt. Da kann sich niemand drüber beschweren. Das ist ein prachtvolles Ergebnis. Allerdings das hier hängt ein bisschen tief, glaube ich. Machen wir die Kordel einfach etwas kürzer. Mhm. Na, das sieht doch schon viel besser aus hier. Zwei Löcher durfte ich schon bohren. Jetzt stellt sich die Frage, was hängt wo? Und es ist so ein schwieriger Entscheidungsprozess hier, dass ich jetzt erstmal nicht weitermachen kann. Yay, die Pflanzen hängen! Das war jetzt eine Aktion, echt die so richtig auf die richtigen Stufen und Höhen zu bringen hier. Aber das Ergebnis lässt sich sehen. Okay, als nächstes wechsle ich hier die Fotos etwas aus. Da. So. Okay. So. Jo, die Pflanzen hängen jetzt auf jeden Fall schön hier. Und wenn man sich draufsetzt, stören sie auch nicht. Zum Glück. Erst hatten wir die nämlich viel zu niedrig aufgehangen. Naja, hier habe ich auf jeden Fall die Fotos ein bisschen umgeändert. Und das, finde ich, sieht immer ganz schön aus, wenn man halt so Kerzen, Duftkerzen und sowas auf irgendeine Art von Schale stellt. Oder ein Holzbrett oder was auch immer. Und ich hatte das Kabel hier immer gestört, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen drum gewickelt. Da hinten ist halt so ein Schrank, da gehen wir wirklich nie dran. Oder nur sehr, sehr selten, da ist nur so random Stuff drin. Genau. Das sieht voll cool aus. Jetzt noch die Ecke. Ah, ich mag die Aloe Vera Pflanze voll. Mega. Wehe, ihr steppt uns weg. Dann müssen die zwei ja noch hier in Blumentöpfe. Okay, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Leute, diese Pflanze ist gerade mal allerhöchstens 20 Stunden lang bei uns zu Hause. Wir haben nichts damit gemacht. Wir haben die nicht gegossen. Braucht sie auch nicht. Die Erde ist noch so ein bisschen feucht. Ich habe geguckt. Die lässt ihre verdammten Blüten hängen. Wieso? Wieso tut sie das?
Warum stirbt immer jede Pflanze bei uns? Ich weiß es doch auch nicht, Schatz. Ja. Wir sind mittlerweile auf jeden Fall so weit, dass wir hier die YouTube-Buttons anhängen. Ja. Endlich mal. Und mit wir meine ich Hendrik. Als ob ich das machen würde. Tap, ta, da, da. Mittlerweile sind wir fertig. It's a night to stay up late. Things we have to do can wait. We've got catching up to do. Ist klar, und Hauptsache, ich wollte jetzt den Kamin anmachen. So von Netflix kennt ihr doch bestimmt, diese Fernsehkamine. Und das Erste, was mir angezeigt wird, ist eine Sendung, die heißt Aufräumen. Aber so sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Und für das, was wir verändert haben, was eigentlich echt nicht so viel ist, finde ich, ist der Unterschied riesig und echt schön. Also es ist gut gelungen. Hier den Tisch habe ich auch noch ein bisschen verändert. Da war noch die Weihnachtstischdecke drauf und so. Was sagst du? Also mir gefällt das Ergebnis richtig gut. Ich bin mega erstaunt, wie viel das ausmacht. Wieder einmal. Und ich bin außerdem super glücklich, dass wir die YouTube-Button endlich aufgehangen haben. Ja. Weil erstens finde ich, haben die einen Platz an der Wand verdient. Zweitens haben die mich auf dem Boden genervt. Und drittens hat es dazu geführt, dass ich mal wieder bohren konnte. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Süß. Du bist aber kaputt. Ja, das war anstrengend. Ich bin ständig rauf und runter gerannt in den Keller, bin was geholt, Staub gewischt und so. Ja, ich mag diese Pflanzenkombination. Mhm. Pflanzen machen eine Wohnung gemütlicher und lebendiger und irgendwie so. Zumindest lebendige Pflanzen. Ja, wobei mittlerweile gibt es so gute Kunstblumen, da sieht man schon gar keinen Unterschied mehr von Weitem. Ich mache jetzt noch ein Foto. Ich wollte nämlich so ein Vorher-Nachher-Foto an meine Mama schicken. Genau, und weil hier nichts Spannendes mehr passiert, sagen wir euch bye bye. Ciao. Zip.